meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grip, das Motormagazin. Wenn ich mit dabei bin, kann es nur mit viel Leistung vorangehen. Und genau deswegen habe ich euch heute meinen Golfstrudel mitgebracht. Das heißt, wir haben drei krasse Golfe, die haben alle über 800 PS und sind komplett unterschiedliche Umbauten. Um diese Trophäe geht es. Den goldenen Fressnapf. Der geht an denjenigen bösen Golf aus der hungrigen Meute, der in Sachen Gesamtkonzept und Performance am meisten überzeugt. Philipp nimmt dazu jeden der drei Tuninghobel so richtig ran. Aber natürlich brauchen wir dafür noch einen Gegner. Und deswegen muss jetzt erstmal Herr Schelle rankommen hier. Das war mir klar, dass du gleich wieder übertreiben musst hier. Philipp, servus. Du hast ja hier eine illustre Runde dabei. Und für sowas braucht man natürlich auch ein Gegnerfahrzeug. Und du musst ganz ehrlich sagen, der Gerät ist genau richtig. Porsche Turbo S, oder? Ich merke schon, du willst es mir nicht einfach machen heute, ne? Ja. Was haben wir denn da so alles? Das sind ja wirklich schon dickere Dinger. Kommt alle über 800 PS. Ah, komplett unterschiedlich. Straßen zugelassen, Rennauto, okay, und eine Mischung aus beiden. So viel Power in einem VW Golf. Kann das funktionieren? Bei diesen extremen Umbauten ist die Technik am absoluten Limit. Jederzeit und ohne Vorwarnung kann an den krassen Einzelstücken etwas kaputt gehen. Ich denke, da wärst du schwer mit deinen Tuning-Fahrzeugen, aber ich bin mal gespannt, was sie können. Ich glaube auch, das Ding ist die perfekte Benchmark, weil wir können uns jetzt wirklich zu jedem Auto die perfekte Disziplin suchen. Okay. Können einen Drag Race fahren, eine halbe Meile fahren, können einen Roll Race fahren, okay, messen noch ein paar Zeiten und testen einfach mal alle Autos durch. Was ist das, der Ölauffangbehälter, falls einer hochgeht oder was? Am Ende müssen wir natürlich auch den Sieger küren, deswegen habe ich den goldenen Napf mit. Golfstrudel, ich verstehe. Also, okay, dann haben wir das schon mal soweit. Jetzt würde ich aber ganz ehrlich sagen, fahr mal mit dem mit und überleg dir dann nochmal, ob da einer überhaupt das so gut kann. Ich denke auch, es ist ganz gut, dass wir mit dem anfangen, weil er ist nun mal der Schwächste. Hereinspaziert. Dann kommen die krasseren Dinger danach. Du merkst, es ist kalt. Da drin haben wir Sitzheizung, Lenkradheizung und ein heißes Auto auch noch. Mein Porsche 911 Turbo S hat 580 PS, 3,8 Liter Hubraum, 6 Zylinder. Und in der Overboost-Funktion können wir sogar von 0 auf 100 2,6 Sekunden schaffen. Können wir hier mal so ein Launch-Control machen? Oh. Warm die Gänge! Also, das Brutalste ist halt wirklich, finde ich, für den Körper am Anfang gleich, wenn es da so bam, 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 haut es da dreimal so voll ins Gesicht und alles. Alter Verwalter! Genau das ist die große Stärke des 911 Turbo S. Diese abartige Beschleunigung lässt sich Runde für Runde zuverlässig abrufen. Ganz easy und problemlos. Das macht den 11er mit seinen nur 580 Pferden zu einem beinharten Gegner für das PS-starke Golfstrudel. Die Bremse geht, alles passt soweit. Und der macht das halt den ganzen Tag hoch, runter, hoch, genau, runter. Ne? Und vor allem auch die Bremse macht es mit, alles macht es an dem Auto eigentlich mit. Gut, die Reifen nicht. Ja. Die machen dann irgendwann schon mal die Grätsche, aber ansonsten. Porsche Turbo S ist natürlich bei uns immer so genannt der Gerät. Er liefert immer top ab, also da gibt es keine Macken oder was auch immer. Und den muss man erst einmal schlagen. Zuerst messen Philipp und Niki die Zeit von 100 auf 200 km/h. Dieser Wert ist unter Tunern enorm wichtig. Vorteil außerdem, die Belastung fürs Material ist hier deutlich geringer als bei einer harten Beschleunigung aus dem Stand. Also die 100-200 Zeit von unserem Referenzauto, dem Turbo S, 6,5 Sekunden. 6,5 Sekunden und eben dazu dann halt noch die 2,9 oder was wir von 0 auf 100 haben. Also schön unter 10 Sekunden. Unter 10 Sekunden auf 200. Ja, wer hat so eine Fahrzeuge zu Hause stehen? Ich nicht oder sowas. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, es kommt ein Golf, wo das besser macht. Bin mal gespannt. Hoffentlich. Los geht's mit dem ersten bösen Golf aus dem Tuning-Rudel. Hier ein VW Golf 7R von der Firma The Turbo Engineers. Der Besitzer Chris hat das Fahrzeug umgebaut auf den aktuellen 5-Zylinder-Motor aus dem TTRS. Dieser Motor leistet jetzt über 800 PS, welche über ein DSG-Getriebe mit einem Allradantrieb auf die Straße gebracht werden.
Hier, dann stelle ich dir mal unseren ersten Kandidaten vor. Okay, bin mal gespannt. Golf 7R von The Turbo Engineers. Chris wartet schon, um uns das Ding jetzt einmal Hallo. Zu Chris, zeigen. Servus. Ta, 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 ta. Ah, jetzt da ich verstehe. Da spielt die Musik. Okay. Sag mal kurz ein paar Sachen, die hier gemacht wurden, bevor der Motor reinkam. Das Fahrzeug gibt es ja bei uns schon seit 6 Jahren in der Firma. Mhm. Natürlich am Anfang mit 300 PS, 4 Zylinder da drin. Yep. Und dann haben wir angefangen, unsere Turbolader da drauf zu entwickeln auf dem Auto. Und irgendwo vor 2 Jahren sind wir stehen geblieben mit dem Auto bei Leistung jenseits 600 PS mit dem 4 Zylinder. Okay. Mhm. Was aber nicht mehr haltbar war für so Alltagsbetrieb und so. Und dann haben wir eben uns dafür entschieden, diesen 5-Zylinder da einzubauen. Um eben schon mehr Hubraum, mehr Zylinder. Die Basis hat schon ein bisschen mehr und dann geht dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Jeder möchte in so einem Golf diesen Motor da drin haben. Da habe ich schon so oft Anfragen gehabt, die sie gesagt haben, ja, 5 Zylinder im Golf ist perfekt und so weiter. War auch schon immer mein Traum, seitdem wir das Auto haben. 800 PS in dem Golf ist ja wirklich schon krank. Ja. Warum ein Golf? Was hat dich dazu getrieben, das Auto so zu bauen, wie es ist? Naja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das in Porsche jeder kann, aber das ist halt so diese Wolfs im Schafspelz Philosophie, wo Golf, du da irgendwo Golf rumfährst. Im ja, Golf im Schafspelz. Die Gesichter, wenn man mit dem mal fährt und die Leute sehen, wie das fährt, das ist schon unbezahlbar. Wenn jetzt ich so einen Golf besitzen würde, ich komme zu dir und sage, hey, der soll auch mal so viel Pferdchen an den Start bringen. Was muss ich dann noch mal on top zum Fahrzeug drauflegen? Ungefähr 40.000 Euro, würde ich mal sagen. Günstige Bremse, die das dann trotzdem bremsen kann, vielleicht noch mal 5.000, 6.000 Euro. Okay, also wir sind generell unter 100.000 Euro. Und dann hast du so ein Gerät, also das finde ich schon sehr interessant. Ja, damit kommst du hin. Technik-Talk beendet. Okay. Wir schmeißen uns da jetzt rein und ich zeig dir mal, was das Ding so kann. Du zeigst es mir. Okay, gut, dann bin ich immer auf Aber der Beifahrerseite. Aber das haben wir geklärt, ja, genau. Von innen Arterie. Wie man halt einen Golf kennt, ne? Mhm. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wenn er gestartet wird. Immer noch Serie oder was? Aha. Ah. Ah. So ein bisschen Gebrabbel kommt auf jeden Fall von hinten. Genau. Ihr hört das Gepiepe, wir haben unser Messgerät drin. Wir gucken einfach mal. Leerlauf, erster Gang, Vollgas. 4000. Oh, es quietscht und alles geht ab. Ja, wie geil ist das denn? Das ist schon krank. Und 200. Wuhu! Und wir haben eine 4,89. Der macht es ja immer wieder. Das beeindruckt einen schon. Das beeindruckt Vollgas. Die Dimension, was hier aufgerissen wird, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist vielleicht die Überlegung, dieses Benchmark-Auto, was ich mitgebracht habe, dass das vielleicht ein bisschen untermotorisiert ist. Das gibt's ja gar nicht. Was würde ich denn glauben? Was kann er denn so am besten? Ich glaube, ich würde dieses Auto mal nutzen und würde es wirklich gegen die Königsdisziplin von unserem Benchmark-Auto testen. Und das ist wirklich aus dem Stand eine halbe Meile. 804 Meter. So, jetzt wird's ernst. Drag Race, halbe Meile gegen Niki. Beim Sprint von 100 auf 200 war der getunte Golf schon mal schneller als der Porsche. Aber so leicht ist der Elfer nicht zu schlagen. Denn der Turbo S fetzt aus dem Stand in unter 3 Sekunden auf Tempo 100. Okay, Philipp, ja, von mir aus kann man los. Ich brauche ja bloß alles einschalten hier, dass ich auf Launch Control bin. Und dann schauen wir mal, dann hoffen wir mal. Okay, wir können. Ja. Zweite, gut erwischt. Dritte. Nein, die Launch Control ist hängen geblieben. Grütze fix, Grütze fix. Grütze fix, ey. Niki im Spiegel sehe ich nicht mehr. Das sieht extrem gut aus. Boah, das war mal ein Drag Race. Respekt, geht das Ding nach vorne.
Der Philipp, jetzt habe ich es 10 Mal ausprobiert und jetzt ist das erste Mal die Launch Control nicht gestartet. Beim zweiten Gang hat er eine Leer durchgemacht und dann ist er ausgestiegen. Ich habe nichts gemacht. Habe ich noch eine Chance? Ja, ich befürchte allerdings, ich habe hier ein technisches Defekt. Also der Start war sensationell, funktioniert richtig gut, hat bis ins Ziel voll durchgezogen, habe weit über 250 drauf gehabt, aber dann ging die Motorkontrolllampe an. Und das müssen wir jetzt definitiv erstmal checken, was da los ist. Tja, das ist jetzt Pech für Niki, denn wir werden leider kein zweites Rennen machen können. Nach dem Blick unter die Haube ist klar, der Tuning Golf muss in die Werkstatt. Eine Revanche wäre zu riskant für den Motor. Wie sich später herausstellt, ist eine Zündkerze hinüber. Dieser Defekt könnte im schlimmsten Fall den Fünfzylinder killen. Trotzdem geht die erste Runde an das Golfsrudel. Und der nächste böse Golf wartet schon ganz hungrig. Der Vierer Golf R32 von Sven ist ein 3,2 Liter Sechszylinder, welcher massiv auch Turbo umgebaut wurde. Das heißt, da schlummert jetzt ein riesen Single-Turbo vorne drin und dieser drückt auch über 800 PS auf die Straße. Der Antriebsstrang ist original, das heißt, wir reden hier von einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Das heißt, in diesem Auto muss noch richtig gearbeitet werden, da muss noch richtig am Hebel gezogen werden, da muss noch richtig geschaltet werden. So, nächster. Weiter geht's. Golf 4 R32 Turbo von Sven. Okay. Ja, Sven, dann erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Auto. Ja, Golf 4 R32, umbaut auf Turbo, dementsprechend größer Lader. Bremsanlage, wie man sieht, Porsche ZR18. Was bei den Golfs immer wieder auffällt, die Dinger müssen einfach flach sein, ne? Genau, also jeder setzt nicht nur rein auf die Leistung, nein, jeder will auch noch das Aussehen. Es muss genau so sein, wie es jeder haben will. Also genau. Das ist ja immer wieder das andere, aber okay. Ich würde sagen, Sven, mach mal die Haube auf jeden Fall auf. Schauen wir rein. Können wir besser fachsimpeln. Jawohl. Aha. Schalthebel haben wir schon mal alles anders. Der sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen aggressiver aus, ne? Genau. Originale R32-Motor, 3,2 Liter, oder? Ja, genau, 3,2 Liter. Original Sauger, jetzt umgebaut Single-Turbo. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, hier hast du wirklich eigentlich alles wahrscheinlich geändert. Alles, nichts mehr original. Ich krieg einen Vogel. Das ist halt, wenn du so einen Golf auf 800 PS bringen willst, gehört da halt ein bisschen mehr da dazu. Muss auch, ja, da Gott, muss, das da Liebe, muss man ein bisschen weiterdenken. Liebe und ein gewisser Wahnsinn gehört auf jeden Fall dazu. So ein Golf, so ein 32er, der kostet ja auch nicht mehr Millionen oder sowas. Vierer Golfe sind tatsächlich als R32 beliebt geworden. Ja, richtig. So günstig kriegt man die nicht mehr. Das heißt, ich sag mal, für ein gutes Basisauto musst du schon 20 mittlerweile wieder ausgeben. Locker. Mit Kauf und Umbau 40.000, 50.000 bist du bestimmt weg. Aber es ist ja das Geile, wenn du das Geld investierst, hast du ja dann was Exklusives. Das ist ja nicht so was, jetzt jeder da so hat oder sowas, sondern du hast dann schon was Megamäßiges. Was hat dich dazu gebracht, diesen krassen Umbau hier zu machen? Interessiert mich jetzt auch. Ich finde es einfach ein geiles Auto. Golf dann 4, haben wir 32 ist cool. Ich habe auch nochmal einen, aber halt, ja. Das heißt, Faszination für dich. Du wolltest halt einfach einen etwas besonderen Golf haben. Genau. Und es musste halt 800 PS im Golf 4 sein. Als Wort, da sitzt es drin. Ich nehme schon mal Platz. Dann ist es neu? Nächster Versuch. Und los geht's. Einmal reinkrabbeln, bitte. Ja. Wir starten wir erstmal den Motor und dann schauen wir mal. Ja, genau. Dann hat er wenigstens ein bisschen Zeit, sich dazu warm machen. Also er macht auf jeden Fall schon mal das typische R32-Knall. Okay. Das machen die in der Serie auch schon immer gerne. Okay. Wenn man so einen kleinen Knallfrosch hinten im Auspuff hat. Also bei 4,5 geht dann so langsam die Musik los. 5000. Oh, jawohl. Denk weg, Bett! Alter Verwalter. Okay, bei diesem Auto rechnet man noch weniger irgendwie mit, ne? Weil es einfach unten raus dann doch leider so, ich sag jetzt mal, träge ist, bis dann wirklich der Hammer kommt. Und dann ist das ja wirklich schlagartig, bumm, 8000 Umdrehung, ne? Genau. Dann geht das ja wirklich direkt Schlag auf Schlag los, ne? Thank you.
Ja. Jetzt haben wir erstes Problem. Keine Leistung. Da müssen wir wohl leider einmal in die Zentrale kurz zurück. Genau. Jeder Turbomotor braucht zur Kühlung der Ladeluft einen Ladeluftkühler, welcher sich meistens in der Front des Fahrzeuges befindet. Ich fürchte, wir haben einen Schlauch verloren. Ja. Kann das sein? Nein. Ich schaue mir noch mal die Zeit an. Es war eine 6,22. Naja, das ist so eigentlich das, was dann ja so beim Porsche vielleicht auch so sein könnte. Oh, wie ist die Lage? Wir kommen gerade aus dem Auto raus, schon ist alles ausgebaut. Du bist schneller als die Polizei erlaubt. Probier jetzt zum Richter. Okay. Das Problem wird wahrscheinlich auch so ein bisschen sein, der Motor kippt nach oben beim Gasgeben, der Ladeluftkühler unten ist an der Karosse fest und dann zieht es halt den Schlauch so raus auch, ne? Zusätzlich. Ich würde vorschlagen, du bereitest das alles vor und dann geht's direkt danach, wenn das wieder einsatzbereit ist und wenn du sagst, das hält, geht's direkt weiter mit dem Vergleich gegen den Porsche, ne? Erbauer Sven gibt sein Bestes, damit sich der Schlauch beim Rennen gegen den Turbo S nicht nochmal verabschiedet. Und Sven hat es geschafft. Der VW ist fit fürs Duell. Um den Antriebsstrang und das manuelle Getriebe des Golf zu schonen, starten beide bereits rollend ins Rennen. Also Niki, das Schrauben hat sich gelohnt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Das heißt, 50 km/h ungefähr, ab der Linie 800 Meter Vollgas. Von mir aus gerne. Ich kann ja Launch Control, der kann ja alles, der Porsche hier. An dem scheitert es ja nie. Dann drehen wir hinten um und los geht's, oder? Genau, so würde ich sagen. So, jetzt wird's ernst. Ich werde auf jeden Fall den zweiten Gang nehmen. Und dann werden wir so mit ungefähr 50 km/h 800 Meter durchziehen. So, zweiter Gang, die letzten Meter und go. Läuft, jawohl, läuft gut. Bin vorne. Oh, Niki schießt erstmal los. Mal gucken, ob ich das noch einholen kann. Vierter Gang, fünfter Gang. Oh, nee, das sieht schwierig aus. Jetzt komme ich langsam. Nee, er bleibt hier hinten. Keine Chance, den Porsche noch einzuholen. Ich wollte ja nur ein bisschen selber applaudieren. Das hat er gut gemacht hier. Sehr gut hat er es gemacht. So, jetzt ist er auch mal angekommen. Ja. Ha? Ja. Ha? Ja. So kann man es auch erklären. Also, der Porsche hat natürlich direkt wieder einen Satz nach vorne gemacht. Ne? Und Schlauch drauf geblieben, sauber durchgezogen bis zum Ende. Gefühlt bin ich in jedem Gang immer ein bisschen rangefangen, dann kam der Schaltvorgang und dann warst du wieder. Und go! Mit der H-Schaltung im Golf dauern die Gangwechsel deutlich länger als bei der 7-Gang-Doppelkupplung im Porsche. Aber so dicht war wohl noch kein Golf 4 einem Turbo S auf den Fersen. Aber hat er wacker gemacht, hat er sich gut geschlagen. Aber ja, da muss ich sagen, da warst du im Ziel leider vorne. Genau. Aber ich glaube, du hast noch ein bisschen was, oder? Ja, ein Golf habe ich zum Glück noch in petto. Und mal gucken, ob der dich heute nicht noch mal bezwingt. Das ist der Golf 2 von Friedhelm. Ein rein rassiger Renngolf, der in 2 Sekunden ungefähr auf 100 beschleunigt. Denn hier liegen je nach Abstimmung über 1000 PS. Ja, Philipp, der dritte Pfeil in deinem Köcher, ein Golf 2? Ja, zwei. Aber warte ab, der kann was. Ja, ich hoffe's. So, Besitzer Friedhelm am Start. Hallo. Du hast gleich deinen Abstimmer Andreas auch noch mitgebracht. No. Servus. Nee, Andreas, erzähl doch mal ein bisschen was im Auto. Wollen wir erst mal gucken oder die Haube gucken? Ja. Machen wir dir die Sachen mal auf.
So. Jetzt tut sich schon eher was, gell? So, wir sehen auf jeden Fall schon mal 6 Zylinder. Ah. Also Basis ist halt ein 2,8 Liter, kein R32, sondern 2,8 Liter 24V Motor. Mhm. Wie du siehst hier, guck mal, großer Turbolader, ne? Also ziemlich großer Turbolader. Der Pokal für den größten Turbolader geht heute auf jeden Fall schon mal hier hin. Wenn ich ja so schaue, da geht er da beim Turbo das da so raus und was haben wir hier? Was ist das da? Das ist der Auspuff. Der Auspuff geht direkt hier an der Seite. Auf der Seite raus? Was? Der ist halt für die Straße nicht geeignet, sagen wir mal. Also das denke ich mir ganz ehrlich, also als der Wachtmeister Schelle würde sagen, nee, so fahren wir hier nicht auf der Straße. Wir haben schon richtige Flammen hier rausgehabt, aber die kommen zum Glück nicht rein. Selbst wenn du das Fenster offen hast, passiert da nichts. Okay. Friedrich, du hast den für die Viertelmeile gebaut, ne? Genau. Früher hatte ich ihn mal auf der Straße, aber... Aktuelle Bestzeit? Was bist du 9,0. 9,0 Sekunden für 402 Meter, ne? Ja, kannst dich mit dem Porsche schon mal... Kannst du die Lenkradheizung schon mal anmachen. So, wir sehen hier ein Ladeluftkühler. Ja, Wasserladeluftkühler. Also das ist hier kein... Hier ist Wasser drin mit einem extra Kühler. Mhm. Da ist ein Kühlerkreislauf mit einer extra Pumpe und kühlt das Wasser halt runter. Das heißt nicht wie üblich ein Kühler in der Front, wo die Luft durchgeht und die Luft kühlt, sondern... Das hat den Vorteil, dass Wasser entzieht der Ansaugluft viel schneller die Temperatur und wir haben kürzere Wege. Mhm. Das heißt, eigentlich kann man sagen, dass die gesamte Peripherie drumherum eigentlich alles anders ist. Ich sehe hier auch zum Großteil Eigenbau von euch auf jeden Fall ist. Ja, na klar. Und viel Original bleibt da auf jeden Fall nicht mehr, damit man hier über 1000 PS rauskommt. Ja, und wir fahren sich hier mit E85. Ist auch ganz wichtig. Ne? Kein normaler Tankstellenkraftstoff, sondern Ethanol. Genau. Wie lange hast du das Auto schon? Seit 2004. 2004, 16 Jahre. Und was hat er da Leistung gehabt? Damals hat er 98 PS gehabt und habe dann umgebaut auf G60, 160 PS, dann wieder ein 4-Zylinder Turbo, 16V Turbo, 450 PS, dann 730 PS, dann 850 PS mit dem 4-Zylinder noch. Der war mir dann aber zu anfällig und habe gedacht, jetzt kommt ein 6-Zylinder und dann teilt man halt die Leistung noch mal auf ein paar mehr Pötte auf. Also man kann so ein bisschen sagen, du hast das Auto über die Jahre um dich rumgebaut. Vom Finanziellen her, wo liegt man bei sowas? Ich kann es nicht mehr beziffern, weil es ist ja immer wieder umgebaut worden und wieder neu lackiert und hier mal wieder was verkauft. Und wahrscheinlich könnte man das, so wie das jetzt hier steht, für 30.000 hinstellen, wenn man jetzt seine Arbeitsleistung nicht mit einrechnet. Dann musst du schon alle selber machen, definitiv. Ja, und sehr viel selber schweißen. 98 zum Anfang und jetzt über 1.000. Also, da rührt sich was. Muss ich ganz ehrlich sagen, auf diese Mitfahrt bin ich mal mehr als gespannt. Klappe zu, Feuer frei. Bei diesem Dragster in Golfoptik muss man einiges beachten, damit nichts kaputt geht. Nach einem Crashkurs von Besitzer Friedhelm zur richtigen Bedienung darf Philipp endlich eine Runde drehen. Okay. Er läuft. Und der Hauptsponsor ist eine Shisha-Bar oder was? So, jetzt die Kupplung treten, einmal nach hinten ziehen, schon ist er geöffnet. Jetzt ist das ganze Jahr ein 4Motion, also ein Allrad. Naja. Und wir können hier über den Controller die Hinterachse zuschalten. Also wir fahren jetzt gerade Frontantrieb. Und dann kannst du hier die Haldex quasi aktivieren. Das heißt, hinten geht die Kupplung zu und er fährt einen starren Allrad. Einmal nach oben. Jetzt ist die Lampe aus, jetzt ist Allrad drin. Naja. So, jetzt haben wir hier eine Sperre. Die schiebe ich vor und jetzt können wir nicht mehr runterschalten. Jetzt können wir nur noch hochschalten. Dass man ein bisschen zu nervös am Hebel zieht, ne? Geil! So, Niki, wollen wir mal irgendwie probieren, 100, 200 zu fahren? Also, normalerweise wird das Auto im ganz tiefen 3-Sekunden-Bereich fahren. Wir können es ja mal vorsichtig versuchen, irgendwie ranzutasten. Auf jeden Fall. Jetzt noch mit Kupplung, also wir schalten langsam und so.
Wir werden ja eh gleich noch ein Drag Race fahren. Da wird der Besitzer auf jeden Fall selber eine Zeit fahren. Dann sehen wir, was das Ding eigentlich kann. Genau. Aber das ist definitiv so ein Monster, was die Besitzer schon lieber selber fahren. So, wie versprochen, es geht los. Drag Race. Golf 2 gegen Porsche Turbo S. Friedhelm lässt das Ding gerade schon warm laufen. Der fährt selber, ist einfach immer besser bei so einem Viertelmeile-Auto. Weil nur so kann man die Autos auch wirklich gut vergleichen. Weil wir können uns sicher sein, er wird es richtig krachen lassen da drin. So, Niki, Standheizung läuft schon, oder? Ja, Sitzheizung habe ich noch an, aber ich halte sie dann aus. Lenkradheizung ist auch, also ich habe soweit alles. Habe allerdings Sport Plus aktiviert. Dann habe ich natürlich die Traktionskontrolle aus, dass wir optimalen Grip haben, wenn ich jetzt mit der Launch-Kontrolle hier wegblase. Wir sind ja eben schon eine Runde gefahren, was denkst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich werde alles geben, aber ich glaube, wenn der im Ziel ist, kann er mir eine Postkarte schicken, weil das ist unglaublich. Sowas habe ich echt noch nie erlebt. Ist jetzt halt, das Auto ist halt genau für das gebaut, was wir jetzt machen, ne? Genau. Wenn der abliefert, dann wird das jetzt gleich auf jeden Fall machen. Aber die Grip-Zuschauer, ihr müsst euch mal vorstellen, wenn ihr in dem Auto, wenn ich euch mitnehme bei einer Beschleunigungsorgie, was dieser Turbo S hier abzieht, dann sitzt jeder drin und denkt sich, wie geil ist das? Und dann gibt es einen Golf, der wurde es einfach nochmal umso viel besser macht. Ja. Unglaublich. Der unglaublich. Noch mal so eine Schippe oben drauf legt. Genau. Wir gehen mal rüber zum Friedhelm. So, Friedhelm, bist du aufgeregt? Bisschen schon, ja, klar. Das heißt, erste Gang rein, launchen und los geht's. Und dann bis vierte Gang bis ins Ziel durchziehen. Genau. Ich würde sagen, Attacke. Also, es ist echt ein Monster. Es ist ein Monster, aber es ist geil. Oh Gott im Himmel, da geht's aber ab. Jawohl, ich bin vorne. Er hat ein Problem, er hat ein Problem, er hat ein Problem. Alter Walter, hat das einen Kracher gemacht, aber wir nehmen mal die Zeit. Ich gebe ihm noch eine Chance. Sind beide auf jeden Fall schon mal brutal weggekommen. Oh Gott im Himmel, da geht's aber ab. Jawohl, ich bin vorne. Ich bin vorne. Als ich mich da allerdings umgedreht habe, habe ich schon gesehen, dass der Golf scheinbar irgendwie Probleme mit dem Schalten hat. Ich vermute mal, den Gang nicht reinbekommt. Ja, ich habe dir doch gesagt, dass ich der beste Starter bin. Ich hoffe jetzt mal wirklich, dass du kein Problem hast. Du hörst ja was, was war? Also akustisch habe ich nichts gehört, außer das Auto. So, ja. Wenn der neben einem losschießt, war da wirklich... Ja, schauen wir doch mal hin. Also jetzt hoffen wir mal, dass wirklich kein Schaden ist. Also ich wollte gerade fragen, ob du unserem Golfsrudel noch eine Chance gibt, oder es noch einen zweiten Start ich gibt. Ich werde eine zweite Chance geben. Ich hab ihm ja 50 Euro gegeben, dass ich mein einmal gewinnen darf. War das ausreichend? Was war los? Ja, ob ich die Gänge nicht machen. Ja, probieren wir noch eins. Geht noch eine. Ich gebe dir noch eine Chance, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich sitze in der Loge. Ich sitze wirklich nebendran. Du schaust da so rüber und denkst, oh mein Gott. Und es ist wirklich ein Spektakel. Ich will es wirklich sehen. Also ein 1:0 würde ich sagen, habe ich. Oder 0,5. Ich würde sagen, wir überholen das Ganze. Okay, Abfahrt. 580 PS im Porsche gegen 1000 in einem Golf 2. Haben wir Plätze? Oh mein Gott. Jetzt geht's ab. Der zweite. Das müsst ihr mal sehen, das müsst ihr sehen. Da gibt mir da eine mit. Hey, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich würde sagen, das war eindeutig, oder? Läuft aber noch nicht optimal. Ja. Nein, also das hätte ich jetzt auch gesagt, dass es nicht optimal war. Das war mir schon klar. Also mal richtig schön gesehen, ersten Satz nach vorne gemacht, dann wieder schalten. Schaltprobleme wieder, ja. Genau, und dann, ich habe die ganze Zeit gehofft, hoffentlich bleibt er drauf stehen, bleibt drauf stehen, bleibt drauf stehen. Und dann hat man halt gesehen, zweiter Gang Lada kommt und vorbei, wieder weg. Ne? Also in Sachen Entertainment 1000 Punkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da sieht man dann halt einfach, wie so ein Viertelmeile-Auto ab 100 dann einfach Meter macht. Ne? Genau, das ist jetzt sehr schön. Ja, Niki, ich hätte gerne deine Flammen aufgenommen, ne? Ja. Aber wir waren am Ende schon so schnell, dass die GoPro tatsächlich einfach. So, Niki, 100, 200, 3,7. Lag ich also mit meinen 3 Sekunden vorhin gar nicht so schlecht. Wenn man das Ding dann artgerecht bewegt, so formuliere ich das jetzt mal, dann ist man dann im 3-Sekunden-Bereich 100, 200.
Schöne G, das waren mal krasse zwei Tage, oder? Ich habe gelernt, leg dich nicht mit jedem Golf an. Also ja, das hast du hervorragend formuliert. Ja. Das Rudel hat zugebissen. Drei böse Gölfe und drei ganz unterschiedliche Konzepte. Ob Golf im Schafspelz, kultiger Streetracer oder reinrassiger Dragster. Jedes dieser fiesen Tuninggeräte haut voll auf die 12. Doch welcher Golf bekommt den goldenen Fressnapf? Jetzt muss man hier fast sagen, dass ja für das Auto der Porsche als Gegner schon fast eigentlich, das war ja fast ein gefundenes Fressen so ungefähr. Gebe ich zu, ja genau. Der braucht doch nicht mehr rausessen, der hat was anderes aufgegessen. Egal. Aber einer muss den abbekommen heute. Genau, dann bleiben noch zwei übrig. Wenn es nach mir geht, das ist mein Baby. Reingesetzt, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Konnte in meinen Augen alles. Beschleunigung krass. Feeling krass. Fünf Zylinder, Emotionen. Der goldene Fressnapf geht dieses Mal an den 7er Golf R von Chris.